Ein Kuckuck ruft immer dreimal und eine Krähe kräht nur einmal. Hallo Martin, ich habe eine Nachricht erhalten, dass du meine Hilfe benötigst. Es geht um Rockberry, nicht wahr? Moment mal, wer ist dieses Kind? Ich bin kein Kind, letzte Woche bin ich 18 geworden, armer Nakoi. Das ändert alles. Ich bin froh, dass wir uns einig sind. Sollte das sarkastisch sein? Gleich auf Streit. Wie du möchtest, lass uns über die Geschäfte reden. Andere Gastwirte beschweren sich ebenfalls und ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Also weiß ich alles über dein Problem. Es ist so, dass ich ein fast fantastisches Rohragossenwein habe. Wenn du ihn schnell verkaufen kannst, werde ich in der Lage sein, mehr zu bekommen. Vielleicht beteilige ich dich sogar in größerem Umfang an dem Handel. Und nun mal, lass es uns tun. Wir werden direkt unter Rockberrys Nase schmuggeln. Auf keinen Fall, ich werde keine Geschäfte mit einem Wertlosen machen. Wir werden direkt unter Rockberrys Nase schmuggeln. Großartig, lass uns das machen. Ich höre zu, ich glaube, ich höre Dinge falsch. Was wir hier tun, ist nicht genau, sagen wir einfach. Einige Leute würden das missbilligen. Da du die Verantwortung trägst, möchte ich sicherstellen, dass du in einer gefährlichen Situation in der Lage sein wirst, also etwas zu sagen, das nicht genau der Wahrheit entspricht oder sogar jemanden zu bedrohen. Kann ich jemanden drohen? Du würdest es nicht herausfinden wollen. Oh, du Himmelswillen, ich habe noch nie in meinem Leben gelogen. Ich werde alles tun, was ich kann, für meine Gefährten, mein Geschäft und mein Ziel. Ich muss nicht auf so billige Tricks zurückgreifen. Ein nobler Geschäftsmann wie du muss das verstehen. Der einzige Unterschied zwischen legal und illegal ist das geschriebene Gesetz. Aber tief in jedem steckt ein Geschäftsmann. Ich werde mir etwas ausdenken. Ich würde tatsächlich jetzt das hier nehmen. Einfach aus dem Grund, weil er ja fragt, ob ich auch mal ein bisschen drohen kann und so. Und das mache ich jetzt halt auch dann, ne? Jenny ist wirklich beeindruckt von dir. Jenny klatscht in die Hände. Deine Gunst oder den Gesetzlosen hat zugenommen. Also, was ist mit dem Wein an? Ah ja, hier ist ein Fass und lebt vorerst wohl. Gastwirte, lebt vorerst wohl. Gespräch beenden. Dankeschön und ciao, Kakao. Ist 100 Gulden erhalten. Ich werde Hilfe brauchen. Einführung starten. Gut, wenn wir diesen Schnaps vertreiben können, müssen wir Rockberry nichts bezahlen. Wir werden jedoch mehr Arbeitskräfte brauchen. Hier ist etwas Geld für Ausgaben. Woher hast du das Geld die ganze Zeit? Ich werde Hilfe brauchen. Einführung starten. Lass uns anfangen. Schau dich zuerst einen Hausmeister um. Nach einem Hausmeister um. Ich habe vor kurzem ein Mädchen hier gesehen, obwohl sie nach Pfeifenkräutern roch, wirkte sie tüchtig. Pfeifenkräuter? Ja, um ganz klar auszudrücken, sie raucht wie ein Schlott. Gut. Obwohl der Rauch etwas ist, das unsere Kunden nicht mögen, denke ich immer noch, dass wir sie einstellen sollten. Tüchtig? Effizienz, einfallsreich, nenne es, wie du möchtest. Sieht einfach aus wie jemand, der Aufgaben schnell und ohne nachzulassen erledigt. Okay, ich werde sie finden und einstellen. Großartig. In der zweiten Zwischenzeit werde ich den Wein in das Fass gießen. Gespräch beenden. Damit das Gasthaus funktioniert, sind Haushälterinnen unentbehrlich. Sie nehmen Bestellungen auf und servieren Getränke und Mahlzeiten. Wenn es keine Gäste gibt, waschen sie Geschirr ab und reinigen die Zimmer. Falls dein Gasthaus momentan kein Küchenpersonal hat, können Haushälterinnen einfache Mahlzeiten zubereiten. Spezialitäten von Haushälterinnen ist der Klatsch. Dadurch gelangst du an Informationen über Abenteuermissionen und Handel. Es gibt drei Ränge von Haushälterinnen: Bedienstete, Hausgestellte und Hausdamen. Zu den Aufgaben der Haushälterin gehören Reinigung, Kellnern, Zimmerservice, Klatsch und Gastwirtschaft. Das Mitarbeitermanagementfenster zeigt eine Liste aller Mitarbeiter mit ihren Funktionen, derzeitigen Aktivitäten und Gehältern. Klicke Mitarbeitermanagementfenster auf das Symbol Plus, um neues Personal einzustellen. Wähle dann einen Mitarbeiter aus der Liste und bestätige deine Wahl. Machen wir das mal. Mal gucken, wen wir einstellen jetzt. Wir wollen ja jetzt einen Diener einstellen. Das ist ja der. Das stellen wir hier auf Plus. So, das ist ja dann nur die. Und das ist die, die schmuckt, aber tüchtig ist, ne?
Destiny. Destiny, what's going on here with you? Merkmal entsperren? Kann ich noch nicht, okay. Einstellen. Nordu? Alles Disco? Bevor wir die Taverne öffnen, wäre es gut, nach der Renovierung aufzuräumen. Weise dein Hausmeister an, sich darum zu kümmern. Es muss nicht genau sein. Je schneller, desto besser. Wir wollen so schnell wie möglich aufmachen. Du kannst auswählen, welche Aufgaben für deine Mitarbeiter eine höhere oder niedrigere Priorität haben. Es liegt an dir, ob der Mitarbeiter mehr Wert auf Geschwindigkeit, Genauigkeit oder den eigenen Komfort legt. Aha. Du gelangst zum Informationsfenster eines Mitarbeiters, indem du Kontextmenü, das nach Klicken auf den Mitarbeiter erscheint, auf die Lupe klickst. Der Status des Mitarbeiters wird durch drei Kriterien beschrieben: Ausdauer, Stimmung und Loyalität. Die Ausdauer gibt an, wie viel Energie ein Mitarbeiter aufwenden kann, bevor er eine Pause braucht. Die Stimmung wird von der Variablen der unteren Tabelle beeinflusst. Erschöpfung und Erfolg des Mitarbeiters sowie andere Faktoren, wie etwa nicht bezahlt und zu wie etwa nicht bezahlt zu werden. Aber bezahlen wird ja wohl automatisch passieren. Die Loyalität gibt an, wie sehr sich der Mitarbeiter mit deinem Gasthaus identifiziert. Je nach seiner aktuellen Stimmung ändert sich sie sich leicht. Wenn sie 0 erreicht, will der Mitarbeiter den Gasthaus verlassen. Aha. Die maximale Stufe eines Mitarbeiters ist 30. Alle 10 Stufen benötigt Mitarbeiter ein Training, um ihren Rang zu erhöhen. Um einen Mitarbeiter zu verbessern, klicke auf das Verbesserungssymbol im Aufgabenfenster des Mitarbeiters. Das Symbol über den Kopf eines Mitarbeiters zeigt seine derzeitige Aktivität. Ist der Hintergrund blau, macht der Mitarbeiter Pause. Ist er braun, arbeitet er. Ah ja. Stelle sicher, dass das Zimmer sauber ist. Pass auf den Wein auf. Wir können hier noch. Oh. Pass auf dein Wein auf. Aha. Ja, mach mal hier sauber, oder? Oh. Alleine komm rein. Erstmal einen Schmoken. Erstmal Anfang auf der Arbeit. Erstmal ein Schmögen am ersten Tag. Oh, ich stelle mir das gerade so echt vor. Kommt's rein, so. Das hier ist halt Bums hier, der Laden. Alles klar. Steck mir erstmal einen an, ne? Okay, ich würde. Der Wein ist im Fass. Gebe jetzt einfach zur Speisekarte dazu. Zur Speisekarte? Ja, okay, ich werde den Wein hinzufügen. Alles klar. Die Speisekarte zeigt die Liste der Mahlzeiten an, die in einem Gasthaus serviert werden. Um eine Mahlzeit oder ein Getränk zu servieren, musst du es zuerst auf die Liste der bekannten Rezepte finden und der Speisekarte hinzufügen. Ich wollte das gar nicht, ich wollte deine Pause nicht beenden. Ich will nur kurz sagen, was du zu tun hast hier. Also Tische bedienen musst du musst ja auch sauber machen jetzt erstmal ein bisschen. Zimmer servieren machst du nicht. Klatsch, Gastwirtschaft machst du auch nicht. So, das ist das okay. Qualität ist natürlich ein bisschen wichtig. Komfort, aber so machst du das, okay? So. Da läuft der Lachs. Ich verspreche dir das. Du kannst doch nicht schon wieder einschmöken. So, jetzt müssen wir Wein hinzufügen. Bup, bup. Und dann bestätigen hier unten. Becher Tafelwein hinzufügen. Zack, für 36 Marks. Können wir das ein bisschen teurer machen? Guck mal, das ist mega glücklich. Und wir machen sie auf mega glücklich so. Denk mal, so sind sie doch zufrieden, die Jungs. Und jetzt musst du hier mal so langsam sauber machen, wäre doch ganz cool mal. Die schmürgt hier in einer Tour nur. Kannst du nicht auch sauber machen? Aber du machst jetzt, alle machen jetzt erstmal nur Reinigung. Nichts anderes bitte. Auch du.
nur Reinigung. Wupp, wupp. So, macht sauber jetzt. Hey, jetzt ist ja... Jetzt machen sie sauber. Jetzt wird's sauber hier. Zeit, etwas Geld zu verdienen. Versuchen wir, Renmis Wein zu verkaufen. Es wird sich bei den Kelchen von 12 befinden. Also mach dich an die Arbeit. Aha. Also ich soll jetzt Wein verkaufen. Dafür muss ich ja eigentlich den Aal jetzt hier auch erstmal aufmachen. Was mich schon die ganze Zeit stört, dass die Lampe nicht hier so hängt. So, so geht's doch jetzt. So, ist der Aal sauber hier? Ja. Yeah. Gut, dann machen wir die Aufgabenverteilung mal neu. Dann machst du Reinigung nicht so viel. Du machst dann mehr Tragen, Tisch bedienen. Bisschen Gastwirtschaft, so, so. Und Klatsch natürlich nimmst du auch mit, Bob. Du machst natürlich auch Tisch bedienen, ist klar. Machst aber nicht mehr so krass Reinigung. Du machst du da? Zimmerservice machst du gar nicht. Klatsch nur so ein bisschen. Gastwirtschaft gar nicht. So. Und ich glaube, so läuft der Lachs. Was hast du denn über den Kopf? Was ist das für ein Symbol mit dem Käfer? Aha. Ist der vielleicht krank oder so? Kann das sein? Ist er bestimmt krank. Seine Behandlung rauswerfen. Wache. Aha. Na, das könnte man ja ganz gemeiner sein, ne? Und die schmücken erstmal wieder ein. Das kann doch nicht sein. Und er macht Pause. Ihr sollt hier Wein verkaufen, Mensch. Nö, es arbeitet hier kein Mensch, weil die alle Pause machen oder entschmögen. Das konstant durch. Der hat doch Flöhe, der wird jetzt rausgeschmissen, Alter. Der hat Flöhe, hier, ihr beiden raus. Und mal ganz schnell. Digga, du machst jetzt schon wieder Pause, ne? Die machen schon wieder Pause. Hier wird nur Pause gemacht. Komm, jetzt geht's los. Jetzt bedienen sie hier. Moin, Mahlzeit, moin. Ah, guck mal jetzt wird das erste Ding verkauft. Burp. Das mit den Flöhen nervt mich ein bisschen, ne? Was heißt denn hier mal jetzt das rote Symbol? Dass da keiner rankommt, oder was? Können wir das ja auch hier so hinstellen, so bupp. Aber können wir das... Ah, egal. Wird schon nicht so wichtig sein, ne? Haben wir noch gar keinen Wein verkauft? Doch. Wird das schon verkauft? Ihr sollt nicht sauber machen! Jetzt macht ihr sauber, oder was? Wo ist Reinigung? Da. Gastwirtschaft. Was ist denn Gastwirtschaft genau? Man jetzt sich nicht angucken. Ah, machen wir das mal lieber doch auch hoch. Bin mir noch nicht so sicher, was das genau ist. Und du machst mal Reinigung jetzt komplett weg. Du machst die Gastwirtschaft auch dahin. Bob. Ich glaube, Gastwirtschaft ist bedienen und sowas, ne? Oder das Herstellen, oder? Kann das sein? Jetzt gibt's hier mal einen Lütten. Damit haben wir den ersten Wein verkauft. Sehr geil. Können die hier jetzt mal weg? Bup.
Nächsten Weinverkauf. Bup, 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 bup. Nun, im Moment ist ein Haufen schmutziges Geschirr größer als der Haufen Geld, den wir eigentlich verdienen sollten. Wir könnten einen Tellerwäscher gebrauchen. Tellerwäscher. Ha! Du würdest wahrscheinlich den schmutzigen Becher wegwerfen und neue, saubere kaufen wollen, nicht wahr? Nun, vielleicht in der Zukunft, aber jetzt machen wir es auf meine Art. Stelle einen Wannel mit Wasser auf. Zum Servieren jedes Gerichts oder Getränke ist saures Geschirr erforderlich. Das ist das Leben eines Gastwirts, also. Tellerwäscher beschaffen, okay. Tellerwascher beschaffen. Ermöglicht das Abwaschen von Geschirr, erfordert ein mit Wasser gefülltes Fass. Das hier ist doch ein einfacher Waschbottich. Der ist unnormal belohnt. Bup. Warum ist das rot? Was ist hier los? Achso, da muss doch was ran, da muss doch was rein, da muss noch was ruf. Da muss jetzt noch. Ich hätte hier gerne die Prio mal so. Oh, Prio. Prio. Könnten auch bei ihr Gastwirtschaft ganz wegmachen. So, dass sie nur bedient. Und du machst dafür Tischbedienung nicht. Ich brauche immer noch deine Hilfe, ja. So, ich habe eine Nachricht von Remy bekommen. Er möchte unsere Zusammenarbeit ausbauen. Er denkt daran, Wein nach ganz Ost-Jovel zu vertreiben. Diese garantiert uns nicht nur konstante Lieferung, sondern wir werden auch etwas Geld mit dem Vertrieb. Alles, was wir tun müssen, ist ein Versteck im ersten Stock einzurichten, damit der Blutegel Rockby es nicht herausfindet. Ich bin zu alt, um all diese Fässer selbst zu tragen. Es gibt eine Menge Packesel in den Gegenden. Finden einen und stelle ihn ein. Packesel. Du weißt schon, jemand für die Drecksarbeit. Ein großer Junge mit Muskeln. Es wird die Waren tragen, Trümmer und Felsbrocken entfernen, Müll reparieren, einfache landwirtschaftliche Arbeiten erledigen. Eure ein Packesel an. Bin dabei. Ich bin dabei, du bist dabei. Wer bist du? Ich habe einen Schmied erst vor einer Sekunde gesehen. Er war betrunken wie ein Stinktier und kam aus der Richtung deines Gasthauses. Wo hast du Alkohol zum Verkaufen bekommen? Er war schon betrunken, als er hierher kam. Ich schwöre bei meiner Ehre. Früher hatten wir ein Fass Wein, aber das war von einem eigenen Weingut. Der ist bei 75, 85, 75, 80. Ja, der war ja schon betrunken. Der war ja nicht... Bei 85 Misserfolg wollte mich verarschen. 300 Gulden verloren. Sie müssen völlig ohne Ehre sein, wenn sie bereit sind, eine so offensichtliche Lüge zu versuchen. Vielleicht lehrt sie ein erhebliche Geldstrafe, das Gesetz zu respektieren. Sonst noch was? Was? Ach, stimmt ja. Ich warne euch, Gastwirt. Ab heute werde ich Routineinspektion durchführen, um illegal Alkohol zu finden. Leb wohl, Gespräch beenden. Wir wollten hier ein bisschen was umändern. Wir wollen nämlich... Tragen machst du, Tischbedienen machst du. Gastwirtschaft machst du auch. Tischbedienen machst du jetzt nicht mehr. Das machst jetzt nur noch du. Klatsch brauchen wir im Moment noch nicht. Reinigen lassen wir auch so. Boah. So ist es gut. Und jetzt noch ein Packesel rein. Ballersen. Ich glaube, Packesel war das der? Nee, Wache. Das hier ist Packesel. Elias. Arbeiter sind die einfachsten Arbeitskräfte im Gasthaus. Sie führen sowohl einfache handwerkliche Arbeiten als auch komplizierte Aufgaben wie das Reparieren von Möbeln aus. Sie entfernen Steine und Pflanzen, bringen Ressourcen ins Lager und bearbeiten Felder. Die Ränge der Arbeiter sind Hilfsarbeiter, Facharbeiter und Vorarbeiter. Mitarbeiter höherer Stufe sind effektiver, müssen aber auch besser bezahlt werden. Zu den Aufgaben der Arbeiter gehören Transport, Schreinern, Feldarbeit, Reinigung, Küchenarbeit und handwerkliche Arbeiten. Aha, aha, aha. So, gucken wir mal. Endlich ein ehrgeiziger junger Mann für ehrgeizige Arbeit. Sag ihm zuerst, er soll den Eingang zum Dachboden entrümpeln. Entrümpeln? Ein Arbeiter kann Gegenstände zerstören, die sonst entfernt werden können.
Das Schutt und Steine und Büsche. Entrümpeln den Eingang zum Dachboden. Bin dabei. Erstmal gucken, also tragen, oder? Ein bisschen Qualität. Nee, Geschwindigkeit. Ach komm, Geschwindigkeit. Tragen. Auf jeden Fall. Tisch leer arbeiten, auf jeden Fall. Landwirtschaft brauchen wir noch nicht. Reinigung. Auch nur da so. Küchenarbeit brauchen wir noch nicht. Manuelle Arbeiten. Ja, so machen wir das. Und dann entfernen. Komm, entfernen es direkt jetzt. Was ist mit Ihnen hier passiert? Nee, man kriegt ihn da. Jetzt habe ich ihn. Jetzt findet er sich neu und kann mich jetzt abhauen, glaube ich, oder? Er ist auf jeden Fall das Symbol für Flöhe. Muss ja so sein. Das sieht schon besser aus. Um unsere Lagerräume nutzen zu können, müssen wir einige Container hineinstellen. 5 Fässer und ein Lagerregal sollte ausreichen. 5 Fässer, Fragezeichen? Ein Lagerregal? Ah, ja, ja, weiß ich doch. Fässer und ein Lagerregal, ich bin dabei. Objekte dieser Art können Ressourcen lagern. Sie sind nötig, damit das Gasthaus funktioniert. Mitarbeiter verwenden keine Ressourcen, die am Boden oder auf den Paletten liegen. Sie werden erst verwendet, wenn sie in einem geeigneten Lagerobjekt platziert wurden. Okay. Böp. Und dann Böp. Dann machen wir hier so ein schön Regal hin. Und ein Fass, ne? Oder was soll ich noch hin? Einfach, soll ich noch ein Fass hier hinstellen? Bild Regal und Fässer in die Taverne, ja. Fass hätte ich vergessen. Wir können für all diese Waren eine Palette verwenden. Du kannst den Packesel bitten, neben der Taverne Platz dafür zu machen. Eine Palette, ja, machen wir. Ich werde einen Platz machen, so dort, um dort eine Palette abzustellen. Jojojo. Lege den Ort fest, an dem auf der Karte gekaufte Produkte erscheinen. Diese Produkte müssen dann in Regalen oder Fässern platziert werden, damit sie verwendet werden können. Alles klar. Ein Lager. Toll, wir sind fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Wein holen. Du findest ihn in Ramleys Lager am Rande der alten Waldes, direkt neben der Grenze zu Sambria. Hier ist der Rest der Vorauszahlung für die Hochzeit. Ein Lager, jo, ich werde das Lager finden und Wein bestellen. Yes, 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 yes. Klicke auf das Kartensymbol rechts im Menü, um die Ansicht des Landes, in dem sich das Gasthaus befindet, umzuschalten. Manche Orte auf der Karte bieten die Möglichkeit, Ressourcen zu kaufen. Klicke hierfür auf das Marktsymbol im Kontextmenü. Das erscheint, wenn du auf eine Stadt oder ein Dorf klickst. Erstmal müssen wir jetzt noch da sowas hier erstellen. Warum haben wir das nicht? Weil wir nicht in der ersten Ebene sind. Jetzt. So. Bob. Jetzt sollen wir hier hin und dann hier auf das Lager gehen und ein bisschen Wein gönnen. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir erstmal einen Fünfer. Bob. Jetzt musst du natürlich hier gleich mal voll auf Tragen gehen. Ne? Das hat natürlich die höchste Priorität hier. Ist ja klar. Und da wirst du halt auch mitmachen. Ja, hat er auch drin. Dann mal los jetzt hier. Wann kommt's an? Wann kommt's an?
Einmal stellen und lagern. 10 von 10. Ich mach mal aber mal 5er Schritten. Und jetzt los. Jetzt natürlich hier Prio. Jetzt bringt das schnell hoch. Den hat jetzt schaffen, bevor der Typ nämlich jetzt wieder kommt. Weil wenn er jetzt nämlich kommt und das hier sieht, dann nimmt er das nämlich einfach mit. Gönnt er sich dann einfach. Sagt sich, ja, das ist er. Das ist es fürs Leben. Die erste Sendung wurde erfolgreich gelagert. Remy wird uns in 2 Tagen besuchen. Ungefähr um diese Uhrzeit versuchen wir, bis dorthin so viel Wein wie möglich zu verkaufen oder zu lagern. So viel wie möglich. Will viel über die Grenzen spuckeln. Es liegt an dir zu entscheiden, ob du den Wein sicher lagern oder in die Taverne verkaufen möchtest, solange es nicht draußen auf der Palette liegt. Okay, gut, ich werde mehr Wein holen. Oh, die ist raus. Dass das Spiel sich immer schließt, ne? Ich glaube, ich lasse es doch mal hier auf Fenster einfach so. Ah, da ist die Zeit. Ah, okay. Wir müssen hier mal ein bisschen mehr schmuggeln. Mal hier per Express, wir zahlen ein bisschen mehr auch. Wenn er das hinbekommt, dann wäre krass. Könnten natürlich noch einen einstellen, oder? Können wir das? Ja. Oh, stellen wir einfach nochmal einen Packesel ein hier. Der hier ist zwar... Scheiße. Was für ein Vergnügen, euch wiederzusehen. In einem Gasthof unweit von hier wurde illegaler Wein gefunden. Ganz schön verdächtig, findest du nicht? Oh, das wird nix. Das wird nichts. Ein ehrlicher Pferd wird nur so etwas unehrenhaft tun. Haha, du wirst in der Tat schnell mein Lieblingsgastwirt in der Gegend sein. Mach weiter so und es wird dir zweifellos nützen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Gastwirt. Sprich beenden, alles klar. Das war knapp. Jetzt könnt ihr es aber mal schnell hochtragen, bitte. Ja, wir wollten noch einen einstellen, ne? Der ist Faulenzer und langsamer. Das ist natürlich dann nicht so toll. Gerecht, überzeugend. Zeugend und Faulpelz. Dann nehmen wir hier Karsten. Boah. Wo ist er denn? Wo ist denn unser neuer Packesel? Irgendwie nicht da, ne? Kann ich vielleicht im Moment gar keine einstellen? Nö, kann ich. Okay, ja dann nicht. Komisch, wir haben ja noch lol. Stehe ich denn nicht, warum das dann angezeigt wird? Die erste Charade hat sich sehr gut verkauft. Wie fühlst du dich in deiner neuen Rolle? Dieses Durcheinander ist schwer zu kontrollieren. War nicht bewusst, dass ein Wirt so viele Dinge auf einmal überwachen muss. Fantastisch.
Ich sitze nur da und beobachte, wie du den ganzen Abend machst. So. Zumehr mag es sich so anfühlen, aber mach dir keine Sorgen, mein Junge. Ich zeig dir alle Handgriffe und du wirst den Dreh herausbekommen. Je früher, desto besser. Wenn du das sagst. Wir werden dafür bald genug eine Gelegenheit haben. Und vergessen, Emily stellt uns, wie er es nennt, einen größeren Markt vor. Gespräch beenden. Ich würde aber sagen, haben wir jetzt schon ganz gut Weine reingeknietert. Alter, was ist das denn? Oha. Einfach mal Wagen, der jetzt hier vorhält. Boah, da kommen natürlich dann immer ordentlich mal welche raus. Die wollen sich jetzt richtig schön reinbügeln. Stabile, stabile, stabile. Was seid ihr denn? Seid ihr okay, das sind jetzt hier schon Adlige, glaube ich. Hallo Gaspard, ich bin zurückgekehrt. In der Tat, das hast du. Was kann ich für euch tun, Herzog? Was für ein Vergnügen, euch wieder zu sehen. Ein ehrlicher Wirt würde niemals so etwas Unehrenhaftes tun. Machen wir das hier. Jo, klappt. Haha, du wirst in der Tat schnell mein Lieblingsgäste. Jetzt haben wir noch 10 Stunden zum Schmuggel mehr Wein, ey. Höp, höp. Nehmen wir doch wieder. Ich glaube, dass wir jetzt so 8 schaffen, wenn wir das in Express machen. Höp. Schmuggel mehr Wein. Alter, wir haben gleich richtig viel Wein schon geschmuggelt. Und der Wein ist angekommen, oder nicht? Ja, jetzt ist er da oben. Schnell jetzt alles stehen und liegen lassen und das erstmal reinbringen. Stell noch oben nochmal neues Fass hin. Hier. Oh, noch ein neues Fass. So. Jetzt aber mal schnell. Jetzt aber schnell. Ey, ihr dürft jetzt keine Pause machen. Pause beenden. Pause beenden. Dafür kriegst du auch ein Lob und nochmal Geld und Lob und Pause beenden jetzt. Ey, du sollst jetzt nicht den Tisch reparieren. Ihr müsst das jetzt transportieren, Leute. Jetzt ist das gleich alles weg. Safe. Das schaffen wir nicht mehr. Na komm. Bring hier deinen Tisch und jetzt trägst du. Gut. Was ist das für eine Kiste hier, ey?